Was, Leute? Es geht weiter mit Halo 4. Halo was? Halo 4. Was? Teil Nummer 4. Forception ist das. Das ist die 4 in der 4 in der Quad Damage. Ja. Und das heißt, wir sind. Die zweite Stunde hat nun begonnen. Tatsächlich. Und wir sind immer noch auf dem Weg auf die Rückseite des Satelliten. Um irgendwas zu machen. Ach du Scheiße, wieso fliegt ihr in die Luft? Wir müssen verhindern, dass die Infinity. Wie heißen die Jungs schon? Ja, Infinity. Dass die Infinity hier in den Planeten reinkommt, weil hier ist die Kacke am Dampfen und wir wollen nicht, dass die. Ja, wir wollen nicht mit ihnen spielen. Nein. Ja, aber irgendwie haben sie das nicht gehört, weil diese Relais. Diese 56K-Modems sind halt echt schwierig zu handeln, ja. Muss man dazu sagen. Besonders immer, wenn jemand seinen fucking Torrent anlässt. Und deswegen haben wir jetzt erstmal schön den Torrent ausgestellt. Zumindest haben wir gedacht, dass wir den Torrent ausgestellt haben. Aber da fehlt wohl noch was. Ja. Ein Download muss noch gekillt werden. Achso, warte mal. Wow. Also es war schon beim allerersten Durchspielen war das so, okay, wie komme ich hier hoch? Weil man nicht ganz klar kommuniziert bekommt, dass das eine Erhebung ist. Das sieht gerade extrem ähnlich zu dem anderen Raum. Also, oh, what? Okay. Haben wir noch nicht so häufig gesehen. Nee, das ist neu. Das habe ich im ersten Teil schon kurz gehabt. What? Ich bin sehr unzufrieden mit diesen Waffen. Alter. Das ist halt schon so ein bisschen. Also wie soll ich sagen, die sehen aus wie so sehr hochtechnisierte Nerf-Guns. Also wegen diesem Glow-Ding, so Tron-mäßig und was. Es ist sowieso, hier ist alles Tron. Mhm. Gefühlt alles hat irgendwie Leuchtstreifen drin. Der Typ mit den beiden Granaten ist immer noch hinter dir. Achso, das ist so. Ich hab mich gewundert, wieso werfen die da dauernd Granaten? Ist aber witzig, dass der Typ als zwei Granaten angezeigt wird. Okay, die Hälse haben wir auch. Im ersten Teil hattest du noch 4 Granaten jeweils. Ach was. Jetzt haben sie es auf 2 reduziert, weil du dafür mehrere Typen hast. Mhm. Ja, wo geht's denn hier weiter? Was ist das für ein Live? Was ist das für ein Level-Design, frage ich dich. Ich folge einfach diesem Ding hier. Was das Strom kostet. Ey, vielleicht sind das LEDs, die sind gar nicht so teuer. Ganz bestimmt sind das LEDs. Hier sieht man auch, es ist schwierig, die auseinanderzuhalten. Das ist alles so ein Brei an Waffe. Ja, ja. Alles glowed in the dark. What? Kaschbratz. Okay, die sind gut. What? Ein Geschützturm. Das erinnert mich an dieses Auge in Zelda. Ja. Ocarina of Time. Das rotierende Ding. Man muss auch sagen, hier ist die Musik so wahnsinnig im Hintergrund. Mir ist bis jetzt noch kein Titel aufgefallen. Das ist so heutzutage häufig das Problem, auch in Filmen. Das ist alles im Hintergrund. Ja, es hat halt kein Motiv. Ja. Was hat er gesagt? Infinity, bitte nicht herkommen. Genau nicht das. Bitte komm, ja, willkommen. Nein, nicht kommen. Genau. Ich kann nicht, es ist so wunderschön. Sag mir, springe einfach. Achso. Das hat sich jetzt gelohnt. Unser Antagonist? Der Blob. Oh, okay. Ja, das ist er. Der hat auch lichtes Haar. Mehr so. Sieht sich aus, als wäre ein Mitglied von Prodigy. Das der Band. Okay.
verkündet die große Ernte meines Landes. Hier sind das alles seine. Er ist Darth Vader. Ja. Die Bibliothekar hat kaum etwas Gift fallen gelassen. Nicht wahr? Meine eigenen Rechte, meine Welt, gehen nicht zu Ende. Die Hochmütig zu glauben. Sie können euch ewig vor mir beschützen. Wenn ihr nicht einmal diese Tiere werft, hat die Menschheit die Aufgabe noch nicht erlangt. Euer Aufstieg kann noch abgewendet werden. Die Zeit war euer Freund, Mensch. Aber nun hat sie dich verlassen. Die Blutsväter sind zurückgekommen. Dieses Jahr ist nun das Zeit. So gut. Ja, das, so sehen wohl die Blutsväter aus. Wie Voldemort in Speckig? Ja. Ich meine, seit Free for Free ist alles egal, habe ich so das Gefühl. Es wurden alle Blutsväter vernichtet. Da ist wieder einer. Es gibt keine Spartans mehr. Da sind wieder drei Gruppen. Ja. Ja, das ist irgendwie schade, dass man dann so alles über Bord wirft, was eigentlich established war, so mäßig. Ja, also warum? Also von so unspektakulär. Ja, das nimmt. Ohne Erklärung. Das nimmt allem so die Bedeutung. Ja, die Epicness. Ich meine, die verfickten Blutsväter, die all diese Halos, die Superwaffen gebaut haben, die aber dennoch so gut waren, um alles zu archivieren. Die eigentlich die Guten sind in der Geschichte. Ja. Auch wenn sie vielleicht nicht so ganz methodisch korrekte Methoden haben. Ja. Aber die haben sich wenigstens gekümmert. Der wirkt jetzt einfach so, okay, er ist wohl abtrünniger für den Blutsväter, behaupte ich jetzt. Oder ein Super-Nazi. Ja. Ein Blutsvater-Nazi. Ja, aber das Schlimmste ist echt so, okay, du bist der letzte Spartan. Ja. Der letzte Übermensch, den es noch gibt. Es gab mal ganz viele. Und dann fünfter Teil. Da sind wieder 10. Aufwärts. Und du denkst ja, okay, wo kommen die her? Warum sind die jetzt da? Es wird wohl scheinbar erklärt in irgendeinem Multiplayer. Es gab ja hier mit dem Teil so wöchentlich Events? Ja. Super. Okay. Wie heißen die? Das waren so Multiplayer-Koop-Kampagnen, die dann mehrere Folgen hatten. Also 5 Folgen. Aber es ist ja dumm, dass man unbedingt zu der Zeit an diesem Ort sein musste, um das mitzuspielen. Ja, man musste die spielen. Und dazu brauchte man Freunde. Und wieso habe ich eigentlich kein Schild? What? Portal voraus! Ja, das sehen wir. Merkt man gar nicht. Wow. Ach, jetzt lade ich mich wieder auf. Jetzt, wo es alles an zu Ende war. Okay, und wo bin ich jetzt? Vorsicht, Cowboy! Cowboy? Ja, kein Problem.
Chief, da! Wo ist da? Das ist aus dem Trailer für das Spiel, das weiß ich noch. Das ist wohl die Infinity. Ich glaube, hier stürzt Naht. Naht. Wir sind antriebslos. Unter Kollisionskurs mit einem unbekannten Blutfeld am Planeten. Laufen wir jetzt hinterher, hoffe ich. Das gibt gleich erstmal. Erledigt. Aufschlag voraussichtlich 77,8 Kilometer nördlich. 77 Kilometer. Weißt du, was du beim Laufen bist? Blob. Das ist auch so nichtssagender. Okay, es ist halt eine Kugel. Sie wissen, wo er hin will. Hat die Kugel gerade den Berg aufgelöst oder sah das nur so aus? Das kann gut sein. Einfach so. Die können nämlich digitalisieren. Und zwar verdammt gut. Okay. Besser als mein Fotoladen, sagst du? Ja. Ach nein, die machen das andersrum. Die analogisieren. Ja, ich verstehe. Oh Mann. Okay. Diese Blutfäden. Das ist jetzt so eine Sache, die verstehe ich nicht ganz. Deswegen, Leute, erklärt euch. Etabliert. Nicht mit so einem Shot. Wieso sind wir verdammt doch mal im Dschungel? Wir waren gerade in der Wüste. Ja, ich meine, so weit entfernt ist das ist nicht voneinander rein theoretisch. Heiß und heiß. Das Schiff sieht intakt aus. Es gibt wohl durchaus einen Übergang irgendwann von Wüste auf Dschungel, aber ey, kein Plan. Hier ist Sierra 117 von der UNSC Forward unto Dawn. Sind bereit, Ihnen zu helfen. Das Signal kommt und geht, ich kann es nicht rausfiltern. Bring mir Ihre IFF-Tags auf den Schirm, dann haben wir wenigstens ein festes Ziel. Und jetzt versuchen wir sie vor den Viechern zu retten. Vor der Kugel halt. Okay, das war ein sehr strange Level, finde ich. Was wir gerade gespielt haben. Das ging jetzt auch nur eine Viertelstunde. Ja. Wenn überhaupt. 10 Minuten, wenn man es ohne Sterben schafft. Und ich werde jetzt kommen. Ich meine mich an das Level über so eine. Ich meine so Video-Previews gesehen zu haben. Von dem Level hier. Und jetzt kommen doch auch wieder die. Die Hunde halt. Ja, genau. Diese Blutväter oder was. Ja, die ja aber jetzt sind sie orange. Ach so, waren die das vorher? Ne, die waren vorher blau. Die waren vorher blau, jetzt bist ja. du blau und sie sind orange. Naja, als der Blutsvater da also auf den Plan tritt, hat er die ja irgendwie unter seine Kontrolle gepackt und sie wurden orange. Der steht wohl auf orange. Verstehe. So, und jetzt haben wir wieder so ein Karabiner. Noch ein neues Karabiner. Mit Einzelschuss anstatt Dreifachschuss. Okay. Warum auch immer. Hat das einen Scope? Ja. Okay. Ja, so sieht's aus, Bitches. Das ist sehr befriedigend. Bonk. Alter! Wieso hat der denn jetzt 4 Schüsse gebraucht? Aber auch hier, das haben sie gern mit diesem Lichteinfall. Ja. Das sieht auch aber auch so ein bisschen. Wie sagt man? Wie nicht echt, wie so ein Jahrmarktattraktion. Europa-Park oder so. So ohne Decke groß. Du siehst kaum Himmel. Hier ist halt ein echter Dschungel. Keine Ahnung. Ja. Das funktioniert. Ja. Es
glaube ich, auch so ein bisschen ätzend ist, wenn sich Gegner nur auflösen und genau der exakt aussehende Gegner dann wiederkommt. Dann denkst du immer, du kannst ihn nicht besiegen. Du kämpfst halt immer gegen den gleichen. Ja, 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 das stimmt schon. Wenn es halt Horden von den gleichen Gegnern sind, dann ist es schwierig, irgendwie so ein Gefühl dafür zu haben, dass du was erreichst. Das sind halt immer die ganzen. Jetzt ist der gerade gestorben. Puff. Hat der gerade da drüben fallen gelassen? Wurde getroffen. Und was wurde fallen gelassen? Aha. Prometheaner-Sicht? Oh, Predator. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Verstehe. Ach, Schilder haben die auch noch. Können wir da runterspringen? Ist die Frage. Um das alles zu beenden. Okay. Dafür hat man noch eine Taschenlampe. Wie ist das, sonst Predator sich im Dschungel? Warum wohl? Ja. Diese Predator, die müssen auch immer im Dschungel vorkommen. Natürlich. Die halten einfach zu viel aus, für dass da so viele sind. Alter, und der teleportiert sich einfach weg, wenn ich eine Granate werfe. Das ist doch scheiße. Dumm ist das nicht. Nee, dumm ist es nicht, aber Spaß macht es mir auch keinen. Tja. Ja. So, Schicht im Schacht, Ende im Gelände. Bonk, bonk. Oh, da hat man gerade ganz heftig den Outer M gemerkt. Die Viecher kommen auch nur in 4 vor, oder was? Die besiegst du jetzt einmal und in 5 sind die schon wieder weg? Da gibt's dann eine neue Variante von den Dingern. Da gibt's auch wieder so Roboterteile. Okay. Was ist das? Da will ich wieder für nichts Munition hab. Das ist ja furchtbar. Warum verschwinden deren Waffen? Ja, das ist schon nice, wie die zerplatzen. So, immerhin 20 Schuss. Das ist echt so, haben die so. Die Waffe hat so einen kleinen Regler an der Seite. Sieht zumindest so aus. So ein Nupsi. Naja, das ist ein Ausschalter. Bin ich hier richtig? Brauchen Sie noch einen IFF-Tag am Ende des Dickichts? Sieht gut aus, ja. Ah, okay. Ende des Dickichts. Hübsch. Ja. Pilze. What? Okay, what? Ja, die sind lustig, das sind keine Standgeschütze. Ja, der ist hier gerade einfach random gespawnt. Ne, den habe ich aktiviert. Okay. Dann habe ich gerade gegen meine Predator-Sicht getauscht. Okay. Die haben auch einen Cooldown, wie man links sieht. Ah ja, verstehe. Piu, piu, piu! Piu, 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 piu! Jetzt kannst du ihn wieder einsetzen. Okay. Damn, wo machen wir denn das? Am besten schön mittig, damit er alles mitkriegt. Wie machen wir das? Also wir fragen einfach nicht. Wir sind einfach froh, dass es funktioniert. Ja, nee, das ist eigentlich ganz cool. Also jetzt wird es wieder ein bisschen spaßiger mit diesen Dingen, habe ich das Gefühl. Weil, auf jeden Fall. Weil du die Gegner jetzt so ein bisschen flankieren kannst und so und nicht immer frontal auf die Zulauf und in die Fresse ballerst. Ja, das stimmt. Flankieren ist immer witzig. Während sie abgelenkt sind, immer so schön. Rein und bam. Aber da kommt wohl eine Verengung. Ihr könnt in eine Sackgasse geraten. Verengung. Das war's. Na. Lassen wir das. Kinder, es geht hier um ernste Scheiße. Um die Welt. Rettung so, oder so. Wahrscheinlich hier durch. Ich bin echt so ein bisschen fasziniert, dass sie echt so viel Nebel hier drin haben. So krass von dem Nebel geflasht. Ja. Ich habe letztens mir mal wieder die
Ubisoft-Downgrades angeguckt, wo einfach überall Nebel entfernt wurde. Ja, gut, okay. Das ist tatsächlich Licht und also allgemein Beleuchtung macht echt derbe viel aus. Ja. Also von Beleuchtung ist es die halbe Miete. Ja. Da können Texturen käsig aussehen. Ja. Polygone käsig, aber das... Ach ja. Okay. Trinke mal einer drauf. Was seid ihr jetzt? Sie müssen wohl noch etwas auf Ihre Willkommen-Zurück-Party warten. Tom Lasky, erster Offizier der Infinity. Hätte nie erwartet, Sie wiederzusehen. Guck mal, da sind jetzt plötzlich Spartans. Zwar ohne Helm, aber sind Spartans. Ich dachte, sie wären größer. Das ist auch so ein Running Gag. Sind das wirklich Spartans, so wie er? Ja. Guck, die haben auch so. Okay. Ich finde es ja auch krass, dass Spartans tatsächlich deutlich größer sind. Das ist 2,50 Meter, auch die Frauen. Also, Hühnen hast. Das ist voll krass. Ich glaube, das sieht man auch hier teilweise. Aber wir brauchen einen Transport hier raus. Also eine normale Frau hast du dann so eine Spartenfrau. Der Captain dachte, die Infinity könnte uns Feuerschutz geben und trotzdem den Angriff abwehren. Sir, wir werden doch aber niemals zu Fuß zum Schiff kommen. Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, Sie um den Gefallen zu bitten, aber für uns wird hier langsam die Luft dick. Lüften? Manchmal schon. Ich wische Scheit, wenn das Gebiet abgesichert ist. Hm, okay. Aber... Ein Scan der Umgebungstopographie zeigt eine Lichtung im Norden. Hätte ich mal gesagt, dass ich diesen Kompass in der Waffe lustig finde? Ja, das ist irgendwie interessant, ja. Der ist ganz knuffig. Ich weiß zwar nicht, was er bringt. Auch nicht sehr präzise, einfach nur so 8 Richtungen so da. Ja. Die wichtigste Frage ist ja wohl eindeutig, wo Captain Del Rio, ob es Captain Del Rio gut geht. Haben wir den nicht gerade gesehen? Nein, das war hier irgend so ein Untertypi da. Ich verstehe. Offizier, bla. Alter. What? Was war das denn für ein Sein Effekt? Nahkampfangriff. Dumme Sau. VHS-Zoom-Effekt. Bonk. Alter. Oh oh. So viele. Diese Flugteile, die haben halt so nur. Ich wünsche mir so ein Flugteil mal als Drohne. So jetzt in echt so. Okay. Das ist fancy mit so LED-Dingern und so. Kann man schon mal machen. Ey, ich habe richtig geiles Footage gesehen von. Also eine Drohnenaufnahme von Tigern in freier Wildbahn. Okay. Einfach mitten so in so einer Schneelandschaft und so richtig nah dran an die Tiger. Okay. Und ey, die verhalten sich echt so wie Katzen. So, die gehen so nah ran, so geduckt irgendwie und gucken auch echt so in die Kamera und verfolgen das Ding irgendwie und denken sich, okay, das will ich jetzt schnappen, das Teil. Das ist echt mega krass. Also so wirklich freie Tiger, ne? Nicht irgendwelche fucking Zootiger, sondern... Und die halt so richtig zu sehen in freier Wildbahn, so richtig nah dran, so wie sie durch den Schnee stapfen und so. Echt cool. Es gibt glaube ich nicht mehr so. Also, naja. So viele Tiger in freier Wildbahn. Ja. Das ist echt so ein. Hallo. Das war ein geiler Anblick. Das war jetzt einer von denen, ne? Ja. Ich finde das seltsam, dass deine Granaten und deren Granaten nicht color-coded sind. Also so, dass du an der Farbe nicht erkennen kannst. Ihr habt doch nur 2 Farben. Könnt ihr nicht wenigstens dafür sorgen, dass man erkennt, welches die eigenen Granaten sind vom Ding her? Ja. Also, jetzt so Gameplay-mäßig würde das Sinn machen. Chief, Lasky hier. Ach, Lasky bist du. Genau. Nein. Ihr macht das schon. Ja, genau. So, jetzt. Umdrehen. Müssen diese... Jetzt will ich das gegen Hologramm tauschen. Müssen diese Spartans eigentlich essen? Oder sowas? Eigentlich hier, ja. Über Super-Duper-Menschen? Das sind eigentlich nur
verbesserte, aber eigentlich sollten wir schon auch essen müssen. Aber das ist so wie bei James Bond, die Frage stellt man nicht. James Bond geht nicht auf die Toilette. So nach dem Motto. Ja gut, nee, das ist ja auch eigentlich nicht so wichtig fürs Gameplay oder was, aber... Aber ich würde schon behaupten, ja. Okay, Alter. Der hätte sich auch in einem Schlag weggebracht. Ja. Aber ich halt alles dagegen, was ich habe, und das ist nicht genug. Ein bisschen Bullet-Spongy, die Jungs. Ja. Ich habe halt echt... Es mangelt an Munition. Ja. Ja. Musst du, glaube ich, hier ein bisschen einsammeln, falls die irgendwo liegen. Ja. Boah, Alter, dieses Geschütz. Oh, Vorsicht, Deckung. Spratz. Ja, das Ding ist halt, diese Geschütze, die taugen halt nicht. Sie sind so lame. Also... Das sieht halt echt nicht aus. Geil. Ja, aber... So, wenn du zur Seite strafst, treffen sie sich nie. Nette Partikeleffekte. Also so, wenn die sich auflösen, ist sie dann so noch in der Partikelwolke bleiben. So. So. Alles zerfetzt irgendwie. Zu der Zeit... Wo sind die Waffen? Okay, meine Munition gesammelt. Oh, oh. Was ist das denn für einer? Na, das ist ja doch, putzig. Doch, das war's ich auch da. Na, okay. Aber so die Luschi-Version. Er ist auch so ein bisschen... Er steht einfach nur da und schießt. Das ist ein bisschen... unaggressiv. Das waren die Eliten immer, die waren... haben geschrien und wurden wütend und... Ja. sich zugestürmt. Persönlichkeit fehlt diesen Gegnern. Ja. Das sind halt doch nur austauschbare Roboter. Mhm. Diese Türen führen in ein Tunnelsystem mit einer geeigneten LZ. Deswegen steht hier dieses Geschütz. Ich fragte mich schon. Okay. Das ist so eine Sache, die mir bei Destiny total abging. Dass du dauernd musste eine Tür gehackt werden und du musstest eine Position verteidigen. Ist Destiny nicht auch so richtig Schema F, irgendwie immer das gleiche mit diesen Raids und alles? Also überhitzen kann das Ding, wie ich sehe. Kann das? Tatsache. Ja. Ja, also ich weiß auch nicht, was Bungie da geritten hat. Ne, Loot Crates haben die, glaube ich, gar nicht. Also die sind nicht... Du konntest auch nichts kaufen, glaube ich, in dem Sinne. Was ist mit diesen Emotes, diese Tänze und so ein Scheiß? Das ist doch sowas, oder nicht? Die hast du, glaube ich, random bekommen. Ach so, okay. Was aber auch nicht deutlich geiler war. Weil wenn du Pech hast, hast du nichts bekommen. Und vor allem, du konntest dann irgendwann auch nicht mehr leveln. Wie lange ist Destiny eigentlich schon draußen mittlerweile? Zweieinhalb Jahre? Drei Jahre? Okay, und schon jetzt haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Naja, es ist ja jetzt alles... Ich hatte schon nach... relativ kurzer Zeit keinen Bock mehr, weil es halt immer das Gleiche war. Mhm. Teilweise hast du auch eine Mission. Die erste Hälfte der Mission war deckungsgleich mit drei weiteren Missionen. Ja, das ist tatsächlich so. Es ist irgendwie ganz hartes Missionsrecycling, habe ich gehört. Ja, und halt die Missionen, die cool sind, davon gibt es drei. Ja. Ja, zwei im Hauptspiel und dann mit jedem Add-on eine dieser Raids, die dazu gekommen sind. Mhm. Die haben das ja irgendwie ganz groß angekündigt, so dass das irgendwie für 10 Jahre leben soll, dieses Spiel. Open World und alles, von wegen Banane. Dreck ist es. Ja, vor allem dieses Level-System, was sie ja mittlerweile komplett über den Haufen geschmissen haben, dass du ein Lichtlevel irgendwann hattest. Und es ging durch Ausrüstung, die du finden konntest. Okay. Und wenn du diese Ausrüstung hast du nur bekommen, wenn du so Raids schaffst. Und die ist dann random gespawnt, wenn du Pech hattest, so wie ich. Hast einfach immer nur die gleiche Farbe bekommen. Es geht. Ja, das ist. Und dann. Du kannst, vor allem, du machst halt. Wenn du ein, zwei Level unter dem Gegner bist, machst du halt null Schaden. Springer. Nicht nur zu wenig Schaden, sondern einfach keine. Ach, warum? Warum, Leute? So, kannst du noch so gut spielen? Du kannst es halt nicht schaffen. Und das hat mich halt so genervt, weil dann. Brauche ich nicht anstrengen. Das ist witzig, dass du gerade das MG abmontiert hast und schön damit so Rambo-mäßig durchläufst. Aber hat man, ne?
Schade, dass die Munition gleich alle geht. Aber nice. Wir nehmen noch so viele mit, wie geht. Ja, das war's. Naja. Ah ja, okay. Er hat nur also für mich selbst zum Verständnis. Ich habe jetzt nicht gedacht, warum hier die Allianz ja plötzlich nicht mehr gegen die kämpfen. Aber das hat unser Blutvater ja gerade erklärt, dass sie wie Tiere sind und sich relativ schnell beeinflussen und führen lassen. Und deswegen kämpfen jetzt alle gegen uns wieder. Okay. Ah, so einmal wieder. Das Sturmgewehr ist halt einfach immer noch das Allergeilste. Das Default. Ja. Nur keine Muni. Oh. Nur ein bisschen was von Avatar hier. Stimmt. Dschungel-Leuchtkram. Aber wo, da kommt doch der zweite, oder nicht, irgendwie? Ja. Aber um was soll's da gehen? Das ist so ein Ding, was keine Fortsetzung braucht. Ach man, alles muss doch heutzutage eine Trilogie sein, sonst ist es ja nicht erfolgreich gefühlt. Jetzt nicht mehr viel. Wir arbeiten mit den Politianern zusammen. Ja, scheinbar schon. Okay, dann versuchen wir das mal gezielter zu setzen, vor allem gegen die Großen. Genau, das ist gut. Die Großen können das vertragen. Ja. Alter, was machst du? Nix gibt's. Können die wiederbelebt werden? Das sieht so aus, oder? Bei diesen Häufchen. Nennen wir sie einfach ganz. Oh man! Oh, der Granate. Ja, super. Radius von einem halben Meter. Kennst du Battle Angel? Battle Angel Alita oder so? Ein bisschen, glaube ich schon. Das ist auch so ein 90er, super brutaler Manga. So Cyberpunk, wo in der Zukunft irgendwie, ja, und so halt wegen deiner Körperteile geerntet werden kannst und so einen Scheiß. Okay. Alle sind Cyborgs und aufgemotzt irgendwie und es ist aber alles so richtig dreckig und nicht so clean, sondern halt so halt zusammengeflickte Körperteile irgendwie. Okay. Das ist irgendwie ganz cool und James Cameron verspricht schon seit irgendwie 10 Jahren, dass er das verfilmt. Aber jetzt, wo er gemerkt hat, dass Avatar Geld bringt, hat er das auch nach hinten geschoben. Aha. Und ich denke mir so, fuck ey, Mann, scheiß doch auf fucking Avatar. Ich weiß nicht, so interessant finde ich das jetzt nicht. Aber war erfolgreich. Ich kenne eine aus meiner Ausbildung, die war dann 9-mal im Kino. Für Avatar? Ja. Wirklich? So geil war der doch nun auch wieder nicht. Nee. Also komm, ey. Den habe ich, glaube ich, hab ihn 2-mal gesehen im Kino tatsächlich, weil da unbedingt eine Freundin noch rein wollte. Ich meine, das 3D war geil zu der Zeit. Weil es war okay, so, weil es halt neu war. Ja, genau. Aber gut war es nicht. So, und ja, aber die Story war jetzt, ach, diese Zielsucher, die Teile. Ja. Aha. Und da, die explodieren dann auch immer in so einem Verbund. Okay. Also nicht jeder einzeln. Oh, Doppelgranatentyp? Ja, okay. aufs Licht schießen. So. Radsport. Wie absolut toll dieses Geräusch ist. Ja. Das ist heftiger als in den alten Teilen. Das ist irgendwie ja, also neu das, teilweise. Das haben mehr. Sie echt gut gemacht. Ich finde, es macht bei einem Shooter für mich auch sehr viel aus. Oh ja. Ey, Battlefield 1, wenn das nicht so einen geilen Sound hätte, das ja. wäre nochmal was ganz anderes. Ja. Das ist halt... Weiß nicht, ich finde Größenverhältnisse immer geil. Ja. Und das kriegt Halo auch gut hin, deswegen fand ich auch die ganzen Star Wars, die neuen, finde ich super. Ja. Von in Rogue One, wo ja, der kleine genau. TIE Fighter und dann der Zerstörer und dann der Todesstern. Ja. Okay, liebe Leute. Schusswaffenmesse ist dann Teil 5 bei uns, aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal mit wunderschönen Anekdoten.
und weiterem Geschüssel. Vielen Dank fürs Zusehen und bis auf dann. Ciao.